Marvin Altmann und Thomas Poos, zwei Erkelenzer Unternehmer, sind die Gründer der Lokalpioniere Erkelenz. Mit ihrem Online-Portal Dein Erkelenz wollen sie zeigen, dass Internet und Einzelhandel keine Konkurrenz sein müssen. Ganz im Gegenteil. Events und Aktionen des Einzelhandels beleben die deutschen Innenstädte. Nach den Veranstaltungen kehrt allerdings lokal und real vor Ort wieder viel zu viel Ruhe ein. Dies zu ändern, ist das Ziel von Marvin Altmann und Thomas Poos, den Lokalpionieren Erkelenz. Dein Erkelenz ist das erste digitale Stadtportal für unsere Stadt. Wir machen da eine gemeinsame Kooperation mit der Stadt Erkelenz und dem Gewerbering und versuchen, die Vorteile des Internets auch für den lokalen Einzelhandel sichtbar zu machen. Wir haben mittlerweile 56 Millionen Internetnutzer in Deutschland. Smartphones und Tablets sind nicht mehr wegzudenken aus dem Alltag. Und da ist es besonders wichtig, wenn sich jeder dritte Kunde im Internet informiert, dass auch der Einzelhandel dort präsent ist. Wir wollen das Heimatshoppen wieder zum Trend erklären. Uns ist bewusst, dass die Konkurrenz im Internethandel gegeben ist. Aber auch das Interesse, im Laden vor Ort zu kaufen, ist durchaus da. Die Lokalpioniere bieten dem Einzelhandel einen Online-Marktplatz mit Zukunft, der eine Kommunikationsplattform zwischen dem Kunden und dem Einzelhändler darstellt. Jörg Jakobs sieht als einer der ersten Nutzer des neuen Portals eine Menge Vorteile für die Menschen in Erkelenz. Für uns als Einzelhändler finde ich den Vorteil, dass Dein Erkelenz das Internet zum Vorteil nutzt, nicht zum Negativen auswirken kann. Internet ist nun mal halt eine Medienplattform, die man halt zu diesem Zweck auch nutzen kann. Für uns als Händler ist es halt der Vorteil, dass wir uns und Erkelenz komplett darstellen können. Und der Kunde hat den Vorteil, dass er wirklich alles auf einen Blick finden wird und auch so nicht mehr jede einzelne Webseite anklicken muss und hat einen ganzen Überblick über das Angebot, was in Erkelenz halt zur Verfügung steht. Der Nutzen geht aber noch weit darüber hinaus und bietet gleich mehrere Vorteile. Wir wollen unseren Teilnehmern eine doppelte Gewinnchance bieten. Zum einen können sich Vereine und Unternehmen auf unserer Plattform digital darstellen. Zum anderen profitieren sie von Veranstaltungen und Aktionen, die wir als Lokalpioniere veranstalten wollen. Das Engagement von Thomas Poos und Marvin Altmann und die damit verbundenen Möglichkeiten stoßen auch beim Gewerbering auf offene Ohren. Der Gewerbering Erkelenz begrüßt natürlich die Initiative, dass zwei Erkelenzer Geschäftsleute so eine Sache ins Leben rufen, mit einem tollen Namen, Dein Erkelenz, und die Vorzüge der Stadt, die sich nun wirklich nicht zu verstecken braucht, nach vorne bringt, hilft uns allen weiter, vor allem im Einzelhandel. Und wir freuen uns natürlich auch ganz besonders, dass die Gewinne, die erwirtschaftet werden, wieder zurück in Erkelenz, nach Erkelenz fließen, in Veranstaltungen wie Heimatshoppen und viele andere attraktive Dinge, die umgesetzt werden. Wir finden es toll und freuen uns, dass es sowas gibt. Das Stadtportal Dein Erkelenz ist mehr als eine reine Internetseite. Gemeinsam mit den Kooperationspartnern, dem Kulturblog Blabbit und der Buchhandlung Viehhausen wollen wir auch eine Erkelenzer Bücherkiste auf den Weg bringen, die zum Verweilen einlädt, wo man Bücher sich aus den Regalen nehmen kann, in den Cafés lesen kann und auch gebrauchte Bücher von zu Hause austauschen und wieder zurückstellen kann. Wir hoffen, dass wir die Attraktivität der Innenstadt dadurch weiter fördern können. Dies ist nur eine der zahlreichen Ideen, die im realen Alltag umgesetzt werden sollen. Virtuell ist das Ziel, die Erkelenzer Vielfalt auf einen Blick zusammenzufassen. Ein Ziel, das ganz im Sinne der Stadtführung liegt. DeinErkelenz.de ist eine ganz tolle Plattform, eine neue digitale Plattform für Erkelenz, die wir hier seitens des Stadtmarketings sehr, sehr gerne unterstützen. Auch die Stadtspitze, der Bürgermeister hat sofort zugestimmt, dass wir uns da gegenseitig austauschen und unsere Unterstützung bieten. Ja, die sieht so aus, dass wir uns gegenseitig verlinken auf unserer Homepage www.erkelenz.de, unseren Veranstaltungskalender dort präsentieren, alles darstellen, was eben wichtig für unsere Stadt ist. Wir wollen ja für unsere Stadt, für unsere tollen Veranstaltungen, für unsere Händlerschaft werben. Und das ist eine ganz tolle Gelegenheit, das gemeinsam zu tun. Um diese Werbung entsprechend zu optimieren, werden die Möglichkeiten von und mit Dein Erkelenz noch durch das Bewegtbild ergänzt. Denn wie kein anderes Medium vermitteln Videos Emotionen und Botschaften.
Wir freuen uns, dass wir mit unserem neuen Partner Maregio TV unser digitales Angebot abrunden können. Wir stellen die Profilseiten für die Unternehmen, für die Vereine in Erkelenz und Maregio TV das entsprechende Filmmaterial. Wir hoffen, dass wir den Heimatgedanken des Heimatshoppen so auch besser transportieren können und sind gespannt, wie es entsprechend auch weiter angenommen wird.